Eigentlich sollte das Wargame Battlefield 3 einfach nur ein riesiger Kassenschlager werden. Doch der Hersteller Electronic Arts hat seine Kunden mächtig verprellt, und zwar mit einer mitgelieferten Schnüffelsoftware. Die durchforstet den gesamten Computer der Spieler und gibt Daten auch noch weiter. Fabian Dittmann. Battlefield 3. Die realistische Darstellung macht das Actionspiel zu einem Hit. 5 Millionen Fans wollten es sofort nach Verkaufsstart haben. Was die begeisterten Gamer nicht ahnten: Mit dem Spiel haben sie eine Schnüffelsoftware namens Origin installiert, die ihresgleichen sucht. Der Hersteller kann nahezu den gesamten PC des Spielers ausspionieren. Ich benutze eben zusätzlich zum Computerspiel eine eigene versteckte Software, die mein ganzes Spieleumfeld daraufhin durchsucht, habe ich überhaupt Rechte, das Spiel zu nutzen? Was habe ich an personenbezogenen Daten? Also zum Beispiel, wann logge ich mich ins Internet ein? Alles das wird kontrolliert und die entsprechenden Daten werden dann übers Internet transferiert. Offenbar also ein Verstoß gegen deutsches Datenschutzrecht. Im Netz entlädt sich die ganze Wut der Fans über die Schnüffelsoftware. Gleich 2500 negative Bewertungen hat das eigentlich beliebte Spiel in einem Online-Portal bekommen. Dazu böse Kommentare. So kann Electronic Arts das Spiel behalten. Nie wieder EA, das geht nicht. Der Hersteller ist nun eingeknickt, hat seine Lizenzregeln verändert, versichert, dass auf persönliche Daten nicht zugegriffen werde. Die neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen sagen jetzt nicht mehr, dass diese Informationen beim Durchspionieren des Rechners erhoben werden und zu Marketingzwecken weiterverwendet werden, sondern man sagt einfach nur, naja, es werden Daten erhoben. Welche genau, weiß man nicht mehr so genau. Verbraucher und Datenschützer fordern von dem Unternehmen Aufklärung. Auch andere EA-Spiele wie FIFA 12 sollen die Spyware verwenden.